So, weiter geht's in Chanty-Mansijsk mit dem wunderbaren Biathlon-Simulator von 2000 Anno Dunemal. Karriere, Massenstart, Männer, da hauen wir jetzt rein. Wir gehen wieder ins Schießtraining rein, versuchen 50 Punkte noch on top zu bekommen. Erreichen Sie 20 Punkte bei einem anfänglichen Zeitlimit von 30 Sekunden. Diese Zeit wird nicht reichen, verpassen Sie nicht die wichtigen blauen Scheiben. Ach Gott, ey, das dauert ja wieder Ewigkeiten. Boah, Alter, schießt gleich mal nach oben. Ja gut, das hätte ich jetzt auch... Ah doch, geht sogar über die 30. Weiß ich ja. Bin ja selber schon über 30. Schieß! Das macht Spaß, ne? Zum Glück gibt es hier kein Liegenschießen. Das wäre echt bitter. Wie viele habe ich denn schon? 8, aber die Zeit läuft langsam weg. Oh, jetzt kriege ich keine blauen Scheiben mehr. Doch, da ist noch eine. Sehr gemein. Brauche mehr Zeit. Schieß! Verdammt! Nur 90 Trainingspunkte. Ach, bitter, bitter natürlich. So, da kriegt jetzt jeder... So, 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 das ist zu viel. Technik machen wir ein bisschen weniger. Und dann machen wir Stefan Kraft ein bisschen mehr und Ausdauer auch ein bisschen mehr. Und trainieren und dann sind wir doch schon wieder ein besserer Mensch, als wir es vorher waren. Die sind im vollen Gange. Gleich geht es los. Ja, gleich geht's los. Bin Uffi Rech, der Ü-Wagen 7 von 18. 18 Wagen hat RTL hier mitgebracht. Das läuft einfach bei denen. Die haben's. Och, das war wirklich ein Auftakt nach Mars. Da sieht die Konkurrenz ganz, ganz blass aus. Also ganz blass. Die müssen mal in die Sonne gehen. Unfassbar. So, Tag Leute, geht's euch gut? Was macht die Familie? Lauft mal kurz vor. Wir müssen eigentlich immer von hinten starten. Als Gesamtweltcup-Führender ist das doch einfach unmenschlich. Oh, da vorne geht's ganz schön steil bergauf. Das geht aber auch auf den Herzpendel. Das muss doch nicht sein. Das kann doch nicht gesund sein, so ein Leistungssport. So, wir sind in Front. Donald Trump geht an die Front. Obwohl, so einen richtigen Krieg hat er gar nicht gehabt, oder? Hat sich ja nur zurückgezogen überall. Die Zwischenzeit schon angezeigt. Schade. Nicht mal die Drohnen hat er richtig ausgepackt. Eine ganz starke Zwischenzeit für ihn. Ganz stark. Damit ist er sich in greifbare Nähe gerückt. Aus dem Weg. Sag mal, der kann ja hier tatsächlich so mithalten, der Pretzer. Tolles Überholmanöver. Toll, super. Toll, toll, toll. Alles toll. Wunderbärchen. Angelique Kerber wäre auf jeden Fall richtig glücklich mit einem kleinen Wunderbärchen. So, da vorne geht's da wieder bergab. Ich glaube schon, aber nur kurz. Können wir trotzdem kurz ausrollen. Und dann geht's aber auch schon weiter. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. Es ist Massenstart, Junge. Und wir haben eine neue Bestzeit. Ja, ach was. Ist aber eine schöne Strecke. Die macht Spaß. Noch. Gleich nicht mehr. So, wir liegen knapp vorne. Haben noch Energie. Chanty-Mansijsk. Da drüben auch der First Aid Man. Wahrscheinlich Matthias Schnapka. Ich hätte gern den Liegendschießhelfer oder den Experten schon. Der erste Schuss sitzt. Oh. Alter, was ist Perfekter da los? Perfekter Schuss. Der Schuss sitzt. Volltreffer. Ah, herrlich. Nicht ein einziger Fehlschuss. Heiko, herrlich das war das mal wieder. Gemeistert. Ah, super, übelst gemeistert. Hat er gerade übelst gemeistert Werfen gesagt? Hat er, glaube ich, nicht gesehen. Blick auf die Zeit. So, Donald McRancer. Das ist die bislang beste Zwischenzeit beste in diesem Zwischenzeit. Wettbewerb. Action Cam. So, wir sprinten.
Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich weiß noch, wie ich das Spiel damals angefangen habe. Nur mit der Tastatur irgendwie gespielt. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Inzwischen bin ich ein absoluter Profi. Nach 5 Jahren Pause bin ich einfach ein besserer Mensch geworden, wie man hier sieht. Das muss aber am Republikaneranzug liegen. So. Gleich passiert er den Checkpoint. Wir kaufen natürlich alle Produkte, die da draufstehen. Auf diesem wunderbaren Balken. Eine tolle Zeit. Damit mischt er ganz vorne mit. Oh, upsa. Einfach mal gegen den Pfosten gelaufen. Man sollte nicht aufs Handy starren, wenn man denkt, es geht geradeaus. So, wir rollen wieder aus. Und ja, wie weit geht's dann runter? So 32, 33? Naja, gut. Werden dann schon wieder schneller. Weiß nicht, wo man dann schon wieder Tempo machen kann. So ab 35 Stundenkilometer könnt ihr ja alles in die Kommentare schreiben. Ihr seid ja die Experten. Oben ist es ein Vogel? Ist es ein Dinosaurier? Man weiß es einfach nicht. Kraft niedrig. So, wir kommen zur nächsten Zwischenzeit. Wir sind gespannt auf die Zeit. Jetzt bin ich gespannt auf die Zeit. Die alte Bestmarke ist Geschichte. Das war die beste Zeit bisher. Ja, im Massenstart kam das jetzt auch völlig überraschend. Und weiter geht's ums Eck geschissen. Da oben nochmal schön die Kamera winken. Macht dann natürlich wieder nicht der alte Drecksack. Wir hätten jetzt auch nochmal sprinten können. Wir können es aber auch lassen. Was soll der Geiz? Jetzt heißt es tief durchatmen jetzt für ihn. Es geht an den Schießstand. Jetzt die ganze Nation hält dem den Atem an. Auf zum Atem. Nein, das heißt Treffer auf zum Atom. Auf zum Atem. Er hat getroffen. Zum Atom. Treffer. Zum Atem. Tütensuppe. Und er trifft. Er hat heute eine sagenhaft ruhige Hand und erzielt 5 Treffer hintereinander. Eine Peter-Saganhafte Hand hat er heute. Eine fantastische Zeit und damit die beste Voraussetzung, hier alles klar zu machen. Es ist alles großartig, es ist fantastisch, es ist toll, es ist mega genial. Also es ist einfach der schönste Moment im Leben von ganz vielen Menschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, ah, RTL. Da rennen wir schnell hin. Mein RTL. Träumchen. Oh, da vorne überrunden wir schon wieder jemanden. Gibt es hier einen Schwierigkeitsgrad? Habe ich den irgendwie falsch eingestellt? Oder woran liegt das, dass man hier gewinnt? Gewinnt man am Anfang immer so deutlich und verkackt das dann erst später? Man weiß es nicht. Man mungelt es nur. So, jetzt geht es hier schön weiter bergauf. Dann können wir gleich nochmal sprinten. Toll, eigentlich hätte es gar nicht besser laufen können für ihn. Eigentlich. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, hoffen wir mal. Was macht er denn da vorne? Was ist denn mit den beiden los? Ich glaube, die haben irgendwie gerade eine nochmal zwischendrin geraucht. Kann man mal machen. Das hat mal irgendein englisches Boulevardblatt über Michael Ballack damals geschrieben. Er hat gespielt, als hätte er nebenbei noch eine geraucht. Das fand ich einfach total schön, weil Michael Ballack ja wirklich manchmal so eine Körperhaltung hatte. Jetzt würde er noch nebenbei eine Kippe sich anzünden. So, komm, lass mich durch, ich bin Arzt. Das wird die mein Standardspruch. Jeden Moment angezeigt werden. Das Loch im Zahn. Beste Zwischenzeit. Ein tolles Ergebnis bis jetzt. Hauptsache, er lässt jetzt nicht nach. Nee, jetzt nachlassen wäre fatal. Das wäre fatal. Die ganze Nation wäre am Boden. Jetzt kommen wir hier in den Zielsprint. Da sprinten wir nochmal. Und sprinten nochmal. Und sprinten nochmal. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Alles auf eine Karte gesetzt. Ein Sieg à la carte quasi. Den haben wir bestellt und er wurde auch geliefert. Wahnsinn. 6:51, 8 Minuten 20. Ricardo Bilbao, der spanische Biathlon-Athlet auf der 2. Dann haben wir Arvo Pörhölä und Sven Magnussen, die beiden Skandinavier, auf den Plätzen. Absolutes Träumchen. Otto Weiß, der beste Freund von Fritz Braun, würde ich jetzt einfach mal tippen. Weiß und Braun, weiß nicht, ob das zusammenpasst. Bianchi auf der 3 und Duvon mit der ehemaligen Bestzeit jetzt einfach mal um knapp 1,5 Minuten unterboten. Wieder mal die Goldmedaille für den McWamser. Bedeutet 600 Erfahrungspunkte für uns und wir dürfen sogar nochmal ein paar Pünktchen vergeben. Machen wir mal die Kraft ein bisschen höher.
Die Ausdauer nutze ich momentan eh noch nicht so richtig aus, deswegen ist die Kraft vielleicht gar nicht so schlecht. Aber Ausdauer wahrscheinlich auch wichtig. So, 250 Punkte, 5 Rennen, 5 Siege. Es macht einfach echt Spaß und jetzt geht's nach Vancouver rüber. Nach Vancouver, wo ja die Olympischen Winterspiele auch schon waren. Waren die in Vancouver? Ich glaube schon. Das waren coole Spiele, jetzt die haben echt Spaß gemacht. Natürlich auch immer so zur besten Sendezeit. Der diesjährige 49 Games Cup. Ah, der 49 Games Cup, da haben sie sich selber nochmal mit reingebracht. So, wir machen ein bisschen Scheißtraining. Halten Sie die Konzentration hoch. Ganze 50 Punkte gilt es zu erreichen bei 30 Sekunden anfänglichem Zeitlimit. Boah. Alter Schwede. Das wird dauern. Oh. Das war nicht gut. Zeit. Ich habe jetzt keine grünen Scheiben mehr. Komm, was? 50 Punkte soll man machen, oder was? Oder waren es 30 Punkte? Aber ich brauche mehr Zeit. Ich krieg einen Krampf in die Hand langsam. Ach, komm schon. 90 Punkte. Och. Ach, da hat gerade mein Handgelenk geknackt. Ach ja, das ist ja lustig, ne? Was ist denn 90 durch 4? Das kann ich nicht teilen im Kopf. 22,5. Kriegen die jeweils 23 und schon wieder ein besserer Mensch geworden. Mann, 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 das geht ja schnell. Man muss nur ein bisschen schießen, dann wird man schon ein besserer Mensch. Der McWhamster dehnt sich nochmal, die Bäckchen, wie gesagt, wieder schön weiß. Normalerweise sind die Backen rot bei dem Wetter, aber bei ihm einfach nicht. Bei ihm läuft alles anders. Das liegt daran, dass er normalerweise ein orangener Mensch ist. Doch, das war wirklich ein Auftakt nach Mars. Da sieht die Konkurrenz ganz, ganz blass aus. Da ist auch der Hans-Georg genau richtig in Maßen gestartet. So, geht gleich bergauf, also hier wird nicht lange gezögert. Ja, da wird auch einer angefeuert da hinten, der ruft einfach irgendwas rein. I kill you. Silence. So, mal schauen. Alter Schwede, hier geht's ja nur bergauf. Morvontu-Ankunft oder was? Geht's da hinten wenigstens bergab? Sieht doch so aus. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen in Vorlage gehen. Und dann fahren wir den ganzen Scheiß wieder runter. Völlig sinnfrei. Im Endeffekt ist das ganze Leben ein Kreislauf. Gleich wird die Zwischenzeit angezeigt. Ach, knapp. Knapp die Bestzeit. Er hat bisher für ein tolles Rennen abgeliefert. Das lässt sich auch an seiner Zeit ablesen. Ja, das lässt sich an seiner Zeit einfach ablesen. Da hat er recht. Der kommt vom Techem. Vom Ablesedienst. So, der Vordermann ist aber immer noch nicht so dicht dran. Die Strecke ist schon schwieriger anscheinend. Oh, da waren wir ein bisschen sehr voreilig. Müssen wir nochmal ein kleines bisschen runtergehen. Jetzt würde ich natürlich hier gerne den Aufwärtsexperten haben, aber den haben wir natürlich noch nicht. Da hinten geht es wieder bergab. Also können wir immer klar gerade ein bisschen vorbeilaufen. Oder auch nicht. Tschüssikowski, mein Freund. Wir sind gespannt auf die Zeit. Bin ich auch gespannt. Mein Mann, Mann, bin ich gespannt auf die Zeit. Damit mischt er ganz vorne mit. Fast so gespannt wie auf ein Schalke-Bundesliga-Spiel. Ich glaube, da hinten geht es auch wieder bergab, wenn ich da oben links mir das Profil anschaue. Aber eine schöne Strecke. Schwere Strecke, aber schön. Kann man nicht anders sagen. Können wir gleich nochmal sprinten.
Sehr lange Strecke vor allem. Alter Schwede, wir sind ja immer noch nicht am Scheißstand. Ist ja unfassbar. Ach, jetzt. Der erste Halt am Schießstand in diesem Rennen. Mal sehen, wer hier die besten Nerven hat. Und jetzt wieder liegen scheißen. Was ich mir echt schwierig vorstelle. Getroffen, perfekt. Treffer. Und er trifft. Perfekter Schuss. Puh, also der vierte Treffer, der sah für mich nicht drin aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was soll's. Hat er wieder gewuppt. Die Zeit müsste jeden Moment angezeigt werden. Er fährt eine neue Bestzeit ein. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Viele Grüße auch, ne? Herzlichen Glückwunsch, viele Grüße. Drück mal die Familie. Herrlich. So, Heiko Herrlich wieder am Start. Ein sehr komischer Mann, Heiko Herrlich. Weiß nicht, wie ihr zu ihm steht, aber ich finde es irgendwie, die ist schon krass, seine Geschichte, die er auch hinter sich hat, aber irgendwie finde ich den Mann sehr, sehr merkwürdig. So, wir können immer so leicht im orangenen Bereich sein. Das ist, wie gesagt, unser Bereich, wo unser Papa Donald Trump sich ja auch immer aufhält. Und dann können wir hier mal sprinten. Und gehen dann in die Björnhöcke. Aber am Anfang kann man nicht so wirklich viel Zeit gut machen. Das haben wir schon gesehen. Da waren wir irgendwie nur 0,2 Sekunden besser als die Konkurrenz. So, dann gehen wir mal ein bisschen früher raus. Und da spiegelt sich auch in der Zeit wieder. So, jetzt ziehen wir Knaller durch. Vorne geht es ja wieder bergab. Da können wir wieder ein paar Körner schon sparen. Der Jens Spahn ist natürlich auch hier mit dabei. Jetzt, wo er wieder fit ist, unser Gesundheitsminister. Haben sich auch einige Idioten drüber lustig gemacht, dass ausgerechnet er Corona bekommt, wo ich mir denke, ja mei, also die Schutzmaßnahmen sind jetzt ja nicht wie, ist ja nicht wie beim Kondom mit 100% und ein Kondom hat auch keine 100% übrigens, haben schon einige schmerzhaft erfahren. Ich nicht. Zum Glück. Werfen wir einen kurzen Blick so, auf die 37 Zeit. Sekunden. Wir reden einfach mal nicht weiter über Kondome. Die Zeichen das stehen ist doch eindeutig auch eigentlich auf schon mal ein schönes Versprechen für die Zukunft. Wenn jetzt nicht noch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, da wird nichts Unvorhergesehenes hier passieren. Da gewinnt der McWamser das Ganze wieder. Stefan Kraft schon wieder niedrig. Hat es einfach nicht drauf. So, wir kommen gleich zum zweiten Schießen. Da sehen wir schon, das Publikum ist euphorisch. Guckt auch in die falsche Richtung. Man weiß nicht genau, warum die so lethargisch am Start sind. Diese Y-Taste nervt mich ein bisschen da unten. Die ist mir ein bisschen zu weit weg. Muss man sich erst dran gewöhnen. Achso, jetzt kann die nicht mehr sprinten. Das ist das aber schade. Zweite Schießen, das ja nicht selten ja, über Sieg Zeit, oder ne? Niederlage entscheidet. So, stehen schießen. Der erste Schuss sitzt. Treffer für ihn. Der hat gepasst. Er hat getroffen. Er hat getroffen. Nicht der passt. Einziger Fehlschuss. Ja, das der hat sieht's. Er bravourös gemeistert. Den hat er auch getroffen. Und den hat er auch gemacht. Wir sind gespannt, wie er sich geschlagen hat. Mit dieser Zeit hält er die Konkurrenz erstmal auf Abstand. Absolut. Abstand ist ja auch wichtig. Den Gag hat auch noch keine. Auch zum dritten Mal jetzt den Berg da hoch ist doch unfassbar. So, wir machen wieder einen leichten Donald. Den mache ich auch häufiger mal auf dem Klo, einen kleinen Donald. So, wir lassen uns Zeit, ne? Wir haben ja Vorsprung. Genießen hinten den Heißluftballon, die schönen Berge. Ist schon schön, aber ist halt wie in Bayern hier auch. Sieht einfach schick aus. Und dann können wir hier jetzt nochmal schön in Vorlage gehen. Danach kommt eine ewig lange Abfahrt. Die Stefan Kraft ist niedrig. Das kostet uns jetzt Energie, aber wir haben ja eigentlich auch erst noch mal genug. Wir könnten noch viel häufiger gleich in den roten Bereich wissen, gehen. Wie seine Zwischenzeit aussieht. Ich würde mal auf Platz 1 tippen. Ergebnis bis jetzt. Hauptsache, er lässt jetzt nicht nach. Ja, Hauptsache, er lässt jetzt nicht nach. Wenn er jetzt nachlassen würde, das wäre natürlich die absolute Hölle. Schlaflose Nächte. Auch da hinten könnte man auch schön mal angeln gehen. Unser Papa hat jetzt ja wieder Zeit fürs Angeln. Hupsi. Habe ich zu sehr rüber geschaut. Kurz mal regenerieren. Und dann geht es hier in den nächsten Anstieg rein. Donald McWamser wamst hier den Berg hoch.
dann können wir hier wieder schön rein sprinten und bums. Und dann haben wir auch hier den Sieg geholt, also bislang ist die Konkurrenz nicht wirklich am Start. Seine Zwischenzeit an. Aber das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Die neue Bestzeit. Die neue Bestzeit. Wahnsinn. So, und jetzt, ja, müssen wir, glaube ich, nur noch geradeaus. Deswegen können wir jetzt auch einfach sprinten und sprinten und sprinten. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Yes. Mensch, sechstes Rennen, sechster Sieg. Die Spannung ist einfach zum Greifen. Unfassbar gut. Da hinten noch ein kleines Gestrüpp. 7:41, Rennen 1 von 4 in Vancouver anscheinend. Da endet jetzt wohl die Saison. Was, Rennen 1 von 4? Müssen wir jetzt hier noch 4 Rennen machen? Ich will nicht. Oder gibt es nur 6 Stationen? Eieieiei, oder 7 Stationen. Na, das kann ja noch was werden. Also McWhamser auf jeden Fall schon mal mit fast 2,5 Minuten vor Renate Hirschl. Die gute Renate Hirschl, nicht verwandt oder verschwägert mit Uschi Diesel. Otto Müller auf der 3, Jill Jones auf der 4 und die Linda. Linda Hansen, na, schön falsch rum gezeigt, wie damals auch Fernando Meira für den VfB Stuttgart, als die Meister geworden sind, hatte die Meisterschale einfach falsch hochgehalten. So, wir sind Erster in der Weltmeisterschaft geworden anscheinend. Nehmen wir so mit, 720 von 800 Punkten. Ich drücke nochmal auf Weiter und jetzt geht's in die Verfolgung nach Vancouver. Da gibt es wirklich 4 Wettbewerbe noch. Die Melanie König hält dort den Rekord. Man kennt sie noch, die Melanie König, eine Legende. Eine richtige Legende. Willkommen in British Columbia. Willkommen zum Einzelrennen in Vancouver. In British Columbia. Boah, da hat er richtig fett gegoogelt. So, erzielen Sie 15 Punkte. Okay, ich schieße einfach. Ist mir jetzt auch egal. Alter, wie schnell läuft denn da die Zeit runter? So schnell kann doch kein Mensch schießen. So, schnell im Kopf gerechnet und zack, bumm, geht's weiter. McWhamser steht schon in der Spur. Wir gehen in die Startposition. Fertig, los. Guter Start. Ah, da haben wir leicht gepennt. Da haben wir leicht gepennt. Ich weiß nicht, ob man kann ja auch direkt mit einem Sprint starten, oder? Könnte man ja auch mal machen. Muss mir die Videos von der Lena von damals einfach nochmal anschauen. Die hat das ja eigentlich richtig gut hinbekommen. Also nicht, dass ich jetzt hier in den absoluten Leistungssport und in den Ehrgeiz verfallen werde. Das wird es beim Biathlon-Simulator hier nicht geben. So, ist dieselbe Strecke. Ich will jetzt nicht wieder diesen ganzen Berg da hochlaufen. Das ist ja auch anstrengend. Aber mei, was sollen wir machen? Geh mal aus dem Weg. Ich muss hier durch. Oh ja, wir könnten auch einfach sprinten. Aber machen wir mal so. Und dann geht's wieder in die Abfahrt. Das ist noch nicht unser starker Streckenabschnitt. Gleich wird die Zwischenzeit sieht angezeigt. Man hier 63 Hundertstel Rückstand aktuell. Aber das holen wir schon noch auf. Das wird schon noch besser werden. So, da kommen wir schon wieder näher an die Konkurrenz ran. Da fahren wir jetzt einfach mal vorbei. Aus dem Weg. Hier gebe ich irgendwie immer zu viel Gas. Achso, ach, man kann hier jetzt auch nochmal in die Hocke gehen. Das ist ja super. Wir sind gespannt auf die Zeit. Ja, jetzt deutlich 3,72 Sekunden Vorsprung. Aber mit dieser alles Ausgangslage gefixt, ist gar jetzt kein Problem. Wirklich alles möglich. Das ist alles möglich jetzt. Jetzt ist wirklich alles möglich. Da können jetzt schon auch Aliens landen im Ziel. Jetzt kann einfach alles passieren. So, geht wieder zum Schießstand. Das Liegenscheißen steht an. Sprinte hier nochmal vorbei. Oder auch nicht. Lass mich durch. Da war eine amerikanische Fahne. USA! USA! Ich hätte mir diesen Borat-Film, den neuen, einfach nicht anschauen sollen. Nun schlägt die Stunde. Das ist eigentlich ganz lustig, aber wie immer halt echt widerlich. Ich glaube, der Kommentator ist laut. Wenn ich rede, dann hört man mich wahrscheinlich gar nicht. Treffer für ihn!
hat getroffen. Volltreffer. Und er trifft. So, wir haben ja Zeit beim Schießen, ich muss mir jetzt hier keinen abbrechen. Und erzielt fünf Deswegen lasse ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe, da wieder Bike Aid am Rande. Gleich werden wir wissen, wie seine Zwischenzeit aussieht. 31 Sekunden vorne, das läuft richtig gut. Er fährt eine neue Bestzeit ein. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Wirklich ganz, ganz toll, was er hier macht. Da sind wir richtig stolz wie Bolle. So, jetzt geht's diesen verdammten Berg wieder nach oben. Ja, mir gehen langsam die Themen aus, ne? Also Schalke hat noch nicht gespielt. Ich mache das jetzt hier gerade vor Schalke gegen Mainz. Oder Mainz gegen Schalke, besser gesagt. Deswegen kann ich noch gar keine Schalke-Witze machen. Donald Trump-Witze gehen mir jetzt auch langsam ein bisschen aus. Von daher gehen wir einfach mal in die Abfahrt rein. Schauen, was so drin ist. Gut gewachsen haben wir anscheinend auf jeden Fall. Auf die Zeit. So wie wir hier vorbeirasen an der Konkurrenz. Damit mischt er ganz vorne mit. Wenn gar kein Rasen mehr da ist, rasen wir da vorbei. Muss das im Winter umbenannt werden? Fragen über Fragen. Ist das richtig gegendert? Man weiß es einfach nicht. So, auch hier können wir gleich wieder leicht in die Stefan-Hocke gehen. Nehmen wir ein bisschen Schwung mit. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. Dann schauen wir uns mal die Zwischenzeit an. 35 Sekunden Vorsprung. Ein tolles Ergebnis bis jetzt. Hauptsache, er lässt jetzt nicht nach. Hauptsache, Alessio geht's gut. Finde ich auch. Muss man schon auch Prioritäten setzen. So, und jetzt geht's ja, glaube ich, auch... Ah, ne, wir sind noch nicht im Ziel. Ich passe schon gar nicht mehr auf. Ne, jetzt geht's noch nicht ins Ziel, aber jetzt geht's immerhin zum Stehenscheißen. Komm, ah ne, sprinten geht nicht mehr, ist auch gut so. Er macht ein gutes Rennen und erreicht nun zum zweiten Mal den Schießstand. Ja, ich meine, haben wir uns nicht verlaufen, das ist schon mal richtig gut. Der Schuss sitzt. Der hat gepasst. Treffer. Perfekter Schuss. Super, ganz, ganz tolles Würstchen. Alter, dieser Helikopter. Beim Skispringen ist der schon immer völlig irre. So, 56 Sekunden Vorsprung. Und damit die beste Voraussetzung, hier alles klar zu machen. Ja, beste Voraussetzung, wirklich beste Voraussetzung, wenn nicht sogar drittbeste Voraussetzung, ich weiß es nicht. Und jetzt geht es diesen Berg wieder nach oben. Der Mont Ventoux. Ist ja schlimmer als in Val di Fiemme. Dieser Schlussanstieg immer bei der Tour de Ski. So. Und wir laufen den Berg hoch. 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 Und wir haben eigentlich noch viel zu viel Energie. Da hauen wir jetzt mal den Sprint noch rein, um da ein bisschen Energie loszuwerden. Sonst können wir nicht schlafen und zappeln uns dann einen weg. Die Zeit müsste jeden Moment angezeigt werden. So, 56 Sekunden der Vorsprung. Ganz, ganz enges Füßchen. Mit dieser Zeit hält er die Konkurrenz erstmal auf Abstand. Ja, da hält er die Konkurrenz erstmal auf Abstand. Absolut richtig, was der Mann da erzählt. So, jetzt geht's hier los. Da vorne können wir wieder leicht in die Stefan-Hocke gehen und machen das jetzt auch. Gleich passiert er den Checkpoint. Eine Minute Vorsprung. Eine ganz starke Zwischenzeit für ihn. Damit ist der Sieg in greifbare Nähe gerückt. Da können wir jetzt echt nur eine Fluppe rauchen, würde ich sagen. Ah, sprinten geht hier nicht. Schade, schade. So, mein Freund. Und Kupferstecher. Da würde ich jetzt schon ganz gerne nochmal vorbeifahren. Und dann sprinten wir jetzt ins Ziel. Auf geht's. Oh. Super, diesen Auftritt könnte man glatt als Biathlon-Lehrfilm verkaufen. Hundertprozentig. Also das möchte ich auch in den Kommentaren lesen. Diesen Auftritt, den kann man glatt als Biathlon-Lehrauftritt lesen, vorstellen. Was? Ich weiß es einfach nicht mehr. Lehrbücher werden hier von McWamser geschrieben. Wie man richtig Biathlon spielt, wer hätte das gedacht?
ich nicht. McWamser vor Sokolovsk und Perler und Vigneron und Magnussen auf der 5. Ein Traum geht in Erfüllung. Da sind wir einfach mal wieder über 2 Minuten schneller als Melanie König, die jetzt keine Königin mehr ist, sondern sie wurde abgelöst von Melania Trump, unsere Mutti. Das ist irgendwie schon ein bisschen eklig. So, einen haben wir noch. Machen wir noch Kraft. Stefan Kraft, wählen Sie eine Spezialfähigkeit. Entweder der Fitness-Spezialist gibt verbrauchte Kraft zurück. Weniger Kraftverlust und mehr Geschwindigkeit auf Steigung. Sprint ohne Kraftverlust. Oder eben genaueres Zielen und ruhigere Hand. Also beim Liegenschießen wäre es mir schon ganz recht, wenn man da nochmal was bekäme. Und mehr Kraft brauchen wir aktuell ja auch noch nicht. Aber vielleicht ist die Kraft doch wichtiger, oder? Beim Schießen. Wir nehmen mal die Kraft. Wie gesagt, brauchen wir zwar momentan noch nicht. Oh, jetzt geht's gegen unseren eigenen Rekord von 7:41. Aber ich glaube, die Folge ist auch schon wieder rum, oder? Wir haben schon wieder 2 wunderbare Rennen hier drin gehabt. Ich weiß es gar nicht genau. Ich müsste mal ganz kurz rausklicken und mir das anschauen. Oh, 31 Minuten. Ich glaube, wir haben eh schon ein Rennen zu viel gemacht. Also die Folge geht viel zu lang. In der grandiosen Kulisse Vancouvers findet heute die Verfolgung statt. Ja, heute nicht mehr. Also ich glaube, ihr habt schon viel zu lang geschaut. Die letzten 10 Minuten einfach bitte ausblenden. Die haben gar nicht stattgefunden. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder in Vancouver. Dann geht es in die Verfolgung, wo wir einfach mit 18 Minuten Vorsprung einfach mal reingehen. Also wenn wir im Ziel sind, dann darf die Konkurrenz auch loslaufen. Die Spannung ist ungefähr wie in der Bundesliga, wenn die Bayern mal wieder mit 80.000 Punkten Vorsprung Meister werden. Also danke fürs Schauen und dann bis zur nächsten Folge.